Hallo, willkommen. Ich bin Wohn und ich freue mich, dass du hier bist. Falls du dich fragst, wo ich jetzt stehe und welches Clubhaus das ist, von welchem Golfclub, das erzähle ich am Ende des Videos, kann ich nur empfehlen. Aber vorher möchte ich ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Und dieses Thema habe ich von zwei Kommentaren, die ich von meinem letzten Video bekommen habe. Die eine Frage war: Ich habe in der Vergangenheit über die linke Ferse gesprochen beim Vollschwung, dass man die Ferse ein bisschen hebt und dass man den Abschwung einleitet, indem man die Ferse in den Boden drückt. Dann kommen die Arme, dann kommt der Release. Und die Frage war, ob ich das vielleicht nicht mehr unterrichte, nicht mehr daran glaube. Ich kann jetzt schon sagen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und die zweite Frage ging um den Abschwung. Wie leitet man den Schwung ein? Wie senkt man die Arme beim Abschwingen? Beziehungsweise wie flacht man den Schläger ab? Was du auf jeden Fall machen solltest beim langen Spiel, ist zu schauen, dass du hier von der linken Ferse weniger Druck am Ende des Rückschwunges hast. Das ist leider oft nicht der Fall. Viele Golfer haben in diesem Moment sehr viel Druck auf diese Ferse. Und das Problem, wenn ich Druck da habe, beim Abschwingen, kann ich nicht mehr Druck ausüben. Also ich muss dann nach vorne. Und dann passiert das oder das. Der Fuß kann gerne auf dem Boden bleiben. Oft bei mir bleibt mein Fuß auf dem Boden. Aber ich kann dir sagen, du kannst es jetzt nicht sehen. Aber in diesem Moment ist da eher viel mehr Druck hier vorne als hier hinten. So, warum ist das so wichtig? Ich mache jetzt einen kurzen Schlag. Und auch bei diesem kurzen Schlag werde ich die Ferse hochkommen lassen und dann beim Abschwingen, und das ist der nächste Punkt, wenn ich die Ferse hebe, dann kann ich den Schwung einleiten, indem ich die Ferse in den Boden drücke. Nun, das hat nur Vorteile. Wenn ich die Ferse in den Boden drücke, aktiviere ich meinen Unterkörper. Ich arbeite von unten nach oben. Es gibt eine leichte laterale Bewegung dadurch, und das ist, was notwendig ist, und die Hüfte kommen dann ins Spiel. Wenn ich das schaffen kann, den Schwung so einzuleiten mit der Ferse, weißt du, was dann passiert mit den Händen und Armen? Die gehen runter, automatisch. Die Rotation der Schulter wird dadurch verspätet, und das ist, was wir wollen. Wir wollen nicht mit einer Drehung beginnen. So siehst du, so sind die zwei Dinge verbunden. Wenn du es schaffen kannst, erstmal hier weniger Druck zu haben und dann reinzudrücken, dann kommst du in die ideale Position hier. Und wenn du kurze Schläge machst, wirst du sofort spüren, wie schön, wie leicht es sich anfühlt, wie der Ball dann wegspringt. Und dann, glaub mir, auf der Range, wenn du das umsetzen kannst, wirst du bessere Richtung, bessere Länge und Ball-Boden-Kontakt haben. Zuerst mal vielen Dank für das tolle Feedback. Bitte weiter so, schicke mir deine Fragen. Okay, das ist das Clubhaus von Stellenbosch Golf Club in Kapstadt. Und hier werde ich mit einer Gruppe in 3 Tagen sein. Hier 14 Tage, wir sind 7 Tage in Kapstadt, dann 7 Tage Gartenroute. Dazwischen machen wir Safari in Gondwana. Und diese Reise werde ich dann wiederholen. Und danach bin ich in Kruger National. Falls du im April mit mir nach Südafrika möchtest, würde ich mich super freuen. Da sind noch Plätze frei. Unter dem Video findest du den Link zu dieser tollen Reise. Falls du Interesse hast in dem, was auf meinen Reisen passiert, schau mal bitte beim Facebook oder Instagram vorbei und da wirst du sehen, was ich so tagtäglich mache. Alles Gute, danke für das Zugucken. Tschüss.